Grüßt euch, gerade auch geschafft. Gerade auch geschafft. Genau. Von Köln hergefahren. Ja. Nee, nicht schlecht. Gut. Alles gut. Und Action müssen wir jetzt machen. Gut geübt. Anschauen, los geht's. Ja. Hast du gehört, ne? Lastenräder sind für viele ein großes Thema und werden es, glaube ich, auch immer mehr. Aber was eigentlich so mit dem Kurvenfahren, da gibt es die eine oder andere Besonderheit. Und eine kommt hier. Seht ihr das, wie es sich um die Kurve dreht? In diesem Video schauen wir uns gemeinsam Johansen Bikes an, zusammen mit Mirko aus Köln. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Lieblingsfahrradladen. Wie gesagt, heute wieder mit Mirko und meiner einer. Wir beide vom Fahrgeschäft Fitbikes, sozusagen einmal Köln, einmal München. Ja. Und heute stellen wir euch gemeinsam ein neues Fahrrad und eine neue Marke schon wieder bei Fitbikes vor. Wir haben ja bisher Lastenräder von Riso Müller und jetzt hat neu haben wir Johansen Bikes, so spricht man es aus, oder? Ja, Johansen. Johansen, ja. Skandinavisch so ein bisschen, ne? Genau, kannst du was ein bisschen über Johansen Bikes erzählen, wo die so herkommen? The Nordic Way heißt ja so ein bisschen der Claim von denen, kommen aber aus Deutschland, das Ganze. Ich denke mal, der Holzaufbau macht das Nordische einfach so ein bisschen her und genau. Also kommen aus Regensburg, richtig, genau. Und genau, sind eigentlich recht neu, vor allen Dingen, was mich so begeistert hat als Familienvater, ist ein Dreirad zu haben, auf dem man wirklich sehr stabil fahren kann, Tochter ein- und aussteigen kann und meine Tochter nennt sogar das coole Fahrrad. Genau, also die Besonderheit zu den anderen Modellen ist ja sozusagen, wir haben, wie gesagt, das ist ein Dreirad, also rechts und links, das Fahrrad steht alleine. Es hat hier vorne ein Drehhebel, jetzt kann das Rad so, aber es steht trotzdem noch. Ja, es steht noch. Es kann auch so, aber ich kann sozusagen jetzt einfach arretieren, einmal in der Neigung. Und ich habe die Bremse hier vorne, kann ich auch noch arretieren. Genau. Ja, und dann kann sozusagen das Kind alleine außen einsteigen. Das ist natürlich viel, viel einfacher, als wenn ich das Fahrrad irgendwie festhalten muss. Vollkommen. Jetzt halt bei anderen Modellen, die wir bisher gemacht haben, gibt es ja auch die Ständer, um das Fahrrad hochzubocken. Ist auch eine Variante. Ja. Aber das Besondere an dem Neigethema ist ja, beim Kurvenfahren, was denn irgendwie anders? Also du kannst dich sehr weit in die Kurve reinlegen. Du hast einen ganz engen Biegeradius, Wendekreis sozusagen, genau. Und das Schöne ist, das ganze Ding ist auch ein bisschen kürzer. Das heißt, also sonntags vor der Bäckerei gibt es nicht so den Kampf, und wer hat denn das längste Fahrrad? Ja, nee, also uns gefällt sehr gut. Du hast verschiedene Aufbauten vorne drauf, alle aus Holz. Fand ich sehr nachhaltig, das Ganze. So, Thema Nachhaltigkeit ist mehrfach geleimt, ein besonderer Lack drauf. Das heißt also, man braucht sich wirklich keine Gedanken zu machen um Verwitterungsreste oder sonst was. Ab und zu muss man das waschen, wie alles andere letztendlich auch. Aber es gibt eine Duo-Box, es gibt diese Box, es gibt 1000 verschiedene Varianten. Muss man sich wirklich mal anschauen. Wir haben uns für diese Variante entschieden, weil man den vor allen Dingen noch mit einem Vierfarbdruck hier an der Seite noch personalisieren kann, ne? Aus Werbezwecken. Also, ja, genau. Wir haben es jetzt für Fitbikes. Aber ihr habt auch eine zweite, ne? Mit der Duo-Box. Wir haben auch die Duo-Box, genau. Nimmst du einen mit einer Duo-Variante. Genau, ja. Wir haben einen Brose-Motor vorne drin. Das Ganze ist jetzt mit einer Novinci, also wieder mit einer stufenlosen Schaltung. Ist das immer so oder ist das nur bei dem Modell so? Nee, es gibt die stufenlose Novinci-Schaltung und es gibt halt noch eine 12-Gang-Schaltung noch dazu. Es sind unterschiedliche Preislevels. Also Preiseinstieg ist bei 4,1 so circa und geht dann so Stück für Stück hoch, je nachdem, wie man es haben will. Okay. Wird das immer sozusagen konfiguriert für den Benutzer oder ist das Lagerware? Wie ist das? Nein, es ist tatsächlich so, dass wenn ihr zu mir in den Laden kommt, konfigurieren wir das Fahrrad an der Liste letztendlich. Ich habe ein paar Anschauungsmaterialien. Wir haben natürlich auch Fahrräder da, ihr könnt euch das bei uns anschauen. Und dann Stück für Stück lässt man das Fahrrad zusammen wachsen. Ne? Also man kann das auch ohne Plane und allem Pipapo haben, aber auch genau in der Variante. Okay, die Variante einmal sozusagen der Bastel und den technischen Details, damit ihr wisst, was Sache ist. Los geht's! Die Marke Johansson, sie verbindet einen skandinavischen Namen mit grundsolider bayerischer Technik. Eine Regensburger Firma, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, ein Lastenrad zu bauen, was für jeden erschwinglich sein sollte. Deshalb ist auch größtenteils alles ein bisschen gröber ausgearbeitet und es gibt dieses Rad in verschiedenen Versionen. Der Grundstock sozusagen, der Rahmen bleibt gleich, aber die Aufbauten können flexibel variiert werden. Und ja, die Schweißnähte sind ein bisschen gröber. Aber dafür bekommt ihr hier auch schon ein Lastenrad, wie zum Beispiel das Fiete mit einem Brose Drive C und einer Acera 8-Gang-Schaltung für 2.899 Euro.
Unser Modell, was wir hier haben, ist das Oscar S und das geht los bei 4299 mit einer 10-Gang-Deore-Schaltung und dem Brose Drive C. Die weiteren Auswahlmöglichkeiten sind dann verschiedene Motoren, und zwar den Drive T oder den Drive S von Brose, und ihr könnt natürlich auch zwei verschiedene Schaltungen. Wir haben hier bei uns in dem Rad die Enviolo und es gibt aber auch noch die 10-Gang-Deore-Schaltung. Des Weiteren habt ihr die Möglichkeit, aus verschiedenen Aufbauten zu wählen. Hier ist mal ein kleiner Überblick. Und dann gibt es natürlich noch andere Modelle von Johansson, die ihr natürlich auch nach euren Wünschen dann noch designen könnt. Alles Weitere gibt es dann aber direkt beim Mirko. Kommen wir zu den Rohdaten. Der Oscar wiegt 38,5 Kilogramm. Der Fahrer darf maximal 100 Kilogramm haben. Der Aufbau und die Ladung 85 Kilo. Ein maximales Gesamtgewicht von 223,5 Kilo ist das Maximalgewicht. Der Akku hat immer 522 Wattstunden, wählbar sind alle Brose-Motoren, Drive C, T und S, und gebremst wird mit den Tektro-Scheibenbremsen T530 hinten und die T525 vorne. So, und jetzt komme ich mit meinen Besonderheiten. Eine Sache finde ich nämlich mega krass, es gibt mehrere Sachen, die ich krass finde, aber gleich können wir es filmen. Einmal hier unten, wenn man hier reinschaut, wenn man so ein bisschen technisch visiert ist, mit was für eine, das ist ja nicht nur so ein bisschen Pillepalle, sondern hier ist richtig Technik dahinter. Kann man jetzt so ein bisschen auch als Nachteil sehen, weil sozusagen alles, was Technik ist oder was mehr Bewegung hat, kann auch kaputt gehen. Aber das hier schaut richtig krass aus und ist bestimmt ein cooles Fahrgefühl. Ist mega. Kommt trotz Dreirad, ich bin ja gerade gefahren, dem natürlichen Fahrradfahren, sag ich mal, näher. Ja, bei einem Lastenrad, was lang ist und vorne ein drehendes Rad hat, da fährst du ja immer irgendwie so ein Ding vor dir her. In der Form. Also du gewöhnst dich sehr schnell dran. Ne? Du kannst dich einfach in die Kurve legen. Man muss anfangs ein bisschen Vertrauen haben, aber du bist ruckzuck im Thema drin und fährst mit dem eigentlich ganz, ganz stabil und sicher. Vor allen Dingen sehr starke Bremsen. Du hast also drei Scheibenbremsen, eine hinten, zwei vorne. Sehr sicheres Fahrverhalten mit einem zentralen Stoßdämpfer in der Mitte, welcher wirklich zu jeder Gegebenheit der Straße gerade sich wirklich bestens anpasst. Ja. Aber was ich jetzt sagen wollte, also das hier einmal und dann hier. Guck mal, keine Speichen, ja, Magnesium-Style. Und noch viel krasser hinten ist sozusagen das hier. Denn hier hat man die Novinci-Narbe in das Laufrad, könnte man sagen, eingebaut. Ja, das heißt, du hast hier keine Speichen mehr. Es ist komplett zu. Zuer geht gar nicht in der Form. Also für all diejenigen, die sagen, jetzt geht es noch mit der Zahnriemen, das Ganze? Gibt es nicht mit Zahnriemen, nein. Gibt es nicht mit Zahnriemen? Nein, okay, nein. Nachteil, aber okay. Trotzdem, die Narbe hinten ist komplett zu, wartungsarm in der Form. Da kannst du dann deine Unterstützungsstufe einstellen, das ist ja mechanisch hier vorne. Und dann kannst du einfach loslegen und fahren. Das finde ich schon cool gelöst und ist so ein bisschen was Besonderes. Also sozusagen diese Magnesium-Laufräder mit dem Holzaufbau hat so einen ganz eigenen Style in dir. Ist also für mich das familienfreundlichste Fahrrad. Ne? Also durch diesen Holzaufbau, dieses Türkis, das Grau hinten dran, das ist ein bisschen freundlicher als die restlichen schwarzen Karossen, die man sonst auf der Straße sieht. Die kommen einfach wesentlich kinderfreundlicher rüber. Man hat hier vorne einen Tritt zum Einsteigen. Wie gesagt, das ganze Ding steht. Ich bin begeistert. Vor allen Dingen, wenn man das wirklich mal über ein Kopfsteinpflaster, in Köln gibt es reichlich hier davon, und die Fahrradwege sind auch sehr unsanft. Wenn man das mal über ein Kopfsteinpflaster gefahren ist, weiß man, dass die Straßenlage gut ist. Man fühlt sich wirklich sehr sicher. Vor allem die Mütter fühlen sich sicher darauf. Ja klar, also ein langes Gefährt, länger als ein normales Fahrrad, weil das wichtige Gut vorne drin sozusagen in der Form. Und dann will man natürlich schon sicher von A nach B fahren. Echt, am Ende des Tages, glaube ich, ist das so ein Ding, was ihr selber einmal fahren müsst, weil da kann man jetzt in der Theorie viel erzählen in der Form. Entscheidend ist ja, dass derjenige, der das Ding kauft oder kaufen möchte, sich sicher drauf fühlt und Spaß mit hat. Genau. Am Ende des Tages muss man gerne damit fahren in der Form. Genau, mehr. Mehr bei uns im Geschäft auf jeden Fall. Genau, mehr im Geschäft. Wir haben sozusagen jetzt zwei Lastenradmarken mit dabei. Einmal Riese Müller, einmal Johansson Bike. Ich kann es direkt schon mal teasern, eine dritte wird dazukommen. Wobei, stimmt gar nicht, eine vierte. Denn wir haben euch schon mal Urban Aero vorgestellt auf dem Instagram-Video bei Fitbike Loma. Und es wird nochmal dazukommen. Also sind jetzt langsam, merkt ihr, werden ein bisschen mehr Marken. Liegt auch an der Vielfältigkeit der einzelnen Standorte vor Ort in der Form. Und natürlich, was auch jeder vor Ort gut findet. Ja, keine Frage, was auch erlaubt ist.
Genau, wenn ihr Fragen habt zu dem Fahrrad, dürft ihr gerne euch melden bei Fitbikes Köln oder in die Kommentare vom Video unten reinschreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, obwohl es fast schon kalt ist hier, finde ich, kälter als gedacht, dann dürft ihr gerne unten auf Liken drücken. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, eine schöne Zeit. Ciao. Tschüss.